Oh, die alle bei der Hardpoint. Ganz dreckig von ihm. Komm, go, go. Nein, warum spawnt der da so komisch? Wir sind bei 10. So, meine Freunde, und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch haben die Snipes am Anfang des Videos gefallen. Absolut schlimme Lobbys. Also wirklich, die letzten paar Stunden, beziehungsweise die letzten eineinhalb Tage der Beta waren für mich die pure Hölle. Kinder, es tut mir leid. Keine Ahnung, warum ich da das Wort mit H gesagt habe. Ich habe pure gesagt. Wirklich einfach lost. Ich habe wirklich die schlimmsten Lobbys ever. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ihr nicht die krankesten Clips in den letzten Videos gesehen habt. Ich hoffe, dass es zum Full Release vom Game besser aussieht. Aber Fakt ist, dass die Beta jetzt erstmal vorbei ist. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Content zusammenkriegen für die nächsten zwei Wochen, sind das glaube ich noch. Deswegen habe ich mir überlegt, heute mal ein kleines Video für euch aufzunehmen zu einem Leak, den ich gesehen habe. Nämlich, dass die Barrett zurückkommt. Und ihr ahnt nicht, wie hyped ich bin, euch eigentlich dieses Gameplay oder diesen Ausschnitt euch zu zeigen. Es ist mir aufgefallen, dass so ziemlich jedes Video, wo diese Barrett drin vorkam, von YouTube runtergenommen wurde. Deswegen zeige ich euch einfach heute ein, zwei Screenshots, die ich habe und hoffe, dass dieses Video an der Stelle nicht geflaggt und runtergenommen wird. Aber whatsoever, lasst uns erstmal schauen. Aber tut mir mal einen Gefallen, bevor wir zu 100% in das Video heute... An der Stelle könnt ihr mir einfach mal alle in die Kommentare schreiben, dass ich für ein Eierkopf bin, dass ich es nicht schaffe, diese behinderte Facecam richtig in diesen Rahmen zu packen. Und dann fällt es mir auch erst wirklich nach der kompletten Aufnahme auf. Wirklich an der Stelle einfach mal faint lost in die Kommentare. Danke. Okay. Auf jeden Fall gab es ein Gameplay zu sehen auf YouTube und auf Twitter, das ich gesehen habe, wo die neue Barrett gezeigt wurde. Sie sieht super, super nice aus, erinnert mich mega aus MW3, auch von der Feuerrate. Der ADS-Speed, also die Reinscope-Geschwindigkeit, sah am Anfang sehr, sehr langsam aus, war jetzt auch in so einer modded eigenen Spiellobby, keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben auf PC. Aber auf jeden Fall ist es confirmed, von meiner Seite aus zumindest, dass die Barrett wieder zurück ins Game kommt. Und das finde ich richtig geil, weil damit haben wir drei richtig sicke Sniper. Wir haben die Pellington, wir haben die Tundra und wir haben die Barrett. Ihr müsst einfach mal überlegen, wie sick das ist, dass wir dieses Jahr einfach drei Sniper haben, die wirklich richtig, richtig geil sind, Alter. Es könnte wirklich ein richtig nices Jahr werden, wenn die Lobbys, die Lobbys. Whatsoever, wir tun uns heute Black Ops 4 an. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Bock habe, Modern Warfare zu spielen. Deswegen jumpen wir jetzt einfach mal in diese Lobbys rein. Und ich hoffe, dass es direkt Jungle floatet. 2000 Jahre später. Ich habe einfach richtig Angst, in die BO4-Lobbys jetzt reinzugehen. Ich habe noch gar nicht gespielt heute, also werdet ihr vermutlich jetzt absolut sehen, wie ich reinscheiß. Auch BO4 in general, auch ohne den FOV, Alter. Es spielt sich so anders. Es ist so krank. Ich spiele einfach wie die größte Snagge. Boom. Imagine, wir hätten jetzt einfach so Quad-Colette wie Rassi. Einfach, er geht Mitte, macht 360 und dann so Putz, Digga. Es ist einfach Zeit, neues Call of Duty zu spielen, meine Freunde. It's about time. Single. Arsch. Lasst mich mal an der Stelle bitte unten in den Kommentaren wissen, was ihr gerne als nächsten Call of Duty oder an sich als nächsten Upload nice finden würdet. Ob wir mal Bock haben, vielleicht ältere Call of Duty zu spielen. Ob wir ein BO2-Video mal wieder aufnehmen sollen. Oder vielleicht MW3. Nur zur Überbrückung bis Cold War. Dieses Game is
Wasserschmalz. Er zieht mir jetzt so einen 360, Digga. Digga, was? What's the plan, Bro? Was machst du da, Digga? Oh Gott, nein. Auf jeden Fall bin ich absolut hyped, das neue Cold War zu spielen, beziehungsweise mit der Barrett dann auch noch. Ich bin so gespannt, wie schnell die im Scope ist. Imagine, das wäre so eine richtig schnelle Sniper, mit der ihr einfach stacken könntet. Also, Barrett dürfte sowieso eigentlich relativ schnell schießen. Ich meine, es ist eine Halbautomat. Oh mein Gott, kommen da viele. Ich meine, eine Barrett ist einfach eine halbautomatische Sniper. Die muss richtig schnell schießen können. Und wenn die auch noch dazu schnell reinvisiert, Alter, Jungs, dann wird das richtig wild. Oh, ich kann es nicht glauben, dass ich am 21.10.2020 einfach ein Black Ops 4 Video aufnehme. Wie tief bin ich gesunken? Okay, Call of Duty. What the fuck? Was zur Hölle passiert hier? Was zum F... Also ganz ehrlich, eigentlich wollte ich wirklich mehr Videomaterial von Cold War in dieser Episode heute bringen. Leider, ganz ehrlich Leute, es war keine Lobby in den letzten zwei Tagen bei mir mit dabei, wo ich sage, wow. Das ist Gameplay, was man sich wirklich antun möchte im neuen Call of Duty, was man sehen möchte, weil ich finde, man muss einfach irgendwann seinen Standard ein bisschen erhöhen und immer dann irgendwelche 10er, 12er Killstreaks oder was weiß ich reinzupacken, ist dann halt irgendwann ohne Clip immer so ein bisschen mau. Deswegen, ich hoffe, zu der Call of Duty Cold War, zum Reveal, zum finalen Game, wenn es endlich da ist, es sind die Lobbys ein bisschen besser, dass GBS Matchmaking ein bisschen angepasst wird. Hoffentlich nehmen sie das auch raus, dass du nicht mehr permanent in eine neue Lobby reinjoinst. Das wäre richtig, richtig sick. Deswegen, ich hoffe, euch hat trotzdem der kleine Leak zur Barrett heute gefallen. Ich habe richtig, richtig Bock, die Waffe auch mal anzutesten in Cold War. Freue mich, dass, wenn es bald kommt, dass es endlich soweit ist, dass auch eine Beta, Digga, jetzt geht's los. Dass eine Barrett mit dabei sein wird. Ich bin gespannt, was noch für Sniper drauf kommen, was für Waffen an sich noch in dem Game kommen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt freut euch erstmal auf das Video. Das nächste, was kommt, ist nämlich das Sniper Call of. Das freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video, was kommt, ist nämlich das Top Plays. Heute ist Mittwoch, müsste am Freitag also kommen. Freut euch da sehr, sehr drauf. Sind ultra kranke Clips mit dabei. Richtig, richtig geil. Vertraut mir. Und ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Start in die Woche und checkt gerne mal auf Twitch vorbei, denn ich dürfte jetzt in diesem Moment Livestream. Haut rein.